Richard Bock? Hans Haas. Wir haben telefoniert. Was gehört? Das ist der Kollege vom Ort hier, Postkommandant Erich Wildner. Grüß Gott. Danke, dass Sie so schnell gekommen sind. Gestern in der Nacht ist da in der Nähe ein kleines Mädchen verschwunden. Aline Staller, 6 Jahre alt. Die Suchaktion läuft noch. Wir vermuten, dass sie aus dem elterlichen Haus entführt worden ist. Ja, von Max Rieger. Wie kommen Sie darauf, dass er es war? Es gibt Anzeichen dafür. Das ist ein geisteskranker Gewalttäter, der seit 6 Jahren bei uns im Ort lebt. Die Bevölkerung hat ja nichts gewusst. Ich habe auch nichts gewusst. Wir haben das Bundesheer anfordern müssen, wenn wir nicht genug Leute haben. Max Rieger war früher Ihr Patient hier in der psychiatrischen Klinik, ist das korrekt? Und Sie waren damals dafür verantwortlich, dass er vorzeitig aus dem Maßnahmenvollzug entlassen worden ist, aufgrund Ihrer günstigen Prognose. Die Entscheidung zu seiner Entlassung hat eine unabhängige Kommission getroffen. Schon klar.